durch ohne Ende, sozusagen. Genau. Heute ging es besser, aber ich hatte bis vor der halben Stunde war ich jetzt allerlei ohne Ende. Aber sind auch viele gute Dinge passiert. Und gestern, obwohl ich überhaupt nicht fit bin, haben wir den Spargel eingepflanzt. Und oben läuft jetzt ein bisschen Gemüse, genau, und sowas. Ich hänge immer so ein bisschen durch und gucke die Vögel an, wie sie. Hast du auf Lautsprecher gestellt? Ach so, da hört der Hund nicht. Ja. Hallo Emma. Genau, was war noch? Bibi funkelte ich gestern an, dass die ja erst Oktober wiederkommen. Nächsten dachte, Verena wird zwischendurch noch kommen, jetzt muss ich den Kühlschrank leer räumen. Ich habe den Kühlschrank leer geräumt. Ja, das war machbar, genau, was da drin war, noch gut war ich verteilt. Genau, Alex war ja auch hier, hat noch ein paar Tafelsachen vorbeigebracht. Und dann wird drüben noch den Salat abgedeckt, weil das ja leider mittlerweile über 50% ist. Ja, hab ich. Oh, ich hatte noch mal so eine Reihe Grünblätter angesetzt. Das ist ein grüner Schnittsalat. Doch, man kann jetzt theoretisch noch Pflücksalate entweder vorziehen oder direkt. Also spezielle Pflücksalate gehen und diese asiatischen Linsua und bla bla geht sowieso. Feldsalat geht, Spinat geht wieder. Habe ich alles nie natürlich noch nicht gemacht, aber theoretisch liegt das doch nur. Es verändert sich im Moment auf jeden Fall. Der Kipppunkt ist auf jeden Fall da. Und, aber auch immer, weißt du, wann es das nächste Mal Regen geben wird? Heute noch? Wenn wir den Grünspargel drin hätten und da ein paar Minuten danach hat es dann entsteht. Insofern ja, wenn es jetzt so ein bisschen trocken bleibt oder so, dann sollten wir eigentlich mal ein paar Zwiebeln für dich sichern. Und so in der Richtung. Alles klar. Ich halte mich extrem zurück, aber natürlich könnte man noch mehr unter das Volk schmeißen. Also so, wenn sind die meisten noch drin, aber die kippen jetzt einfach um. Ne? Ich weiß nicht, ob es jetzt so unnötig feuchte Wochen gibt, also die liegen da nur im Feuchten, muss ja nicht sein. Genau, aber im Moment ist alles gut. Aber es sind eben schon sehr viele Reihen, wenn man die umgekippten durchlaufen kann. Da war ich heute Morgen sogar für den B-Lauf.
Druck erhöht. Ja, das Kartoffelgrün schrumpft jetzt schon zurück, aber ja, wie gesagt, das ist auch besser, wenn das Lagerkartoffeln gemacht wird, Mitte September bis. Und sonst Gurkenstange, ja, richtig Gurkenstange. Mit immer wieder mit so Einlegegurken, aber die waren auch toll als Schmorgurke. Ja, wirklich hunderte. Ich weiß nicht, ich habe jetzt mal ein paar hingestellt, was ich nicht mehr hin, aber das ist ja ganz groß, aber das ist nicht mehr hin. So ein paar vielleicht, ja, das liegt ja auch noch so verändert. Also, jetzt kommt ja auch nicht dazu, und scheinbar hat sie auch noch nicht so die Übergriffe, Übersicht über ihre Sachen. Die ist ja jetzt auch noch nicht so aufgestellt, wie ich da immer so ein Chaos. Naja, aber wir sehen, was weggeht. Ja, ich muss mal sehen, ich hoffe, dass die nicht mehr weggehen, weil die sind einfach total lecker. Aber keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Lässt du noch was von der Schmorgurke anmachen? Senf und so. Ich hatte ja in meiner Wildbundmischung auch Dill mit drin. Dill und Kümmel ist drin. Ich weiß nicht, was aufgelaufen ist. Aber unten ist auch wenn da reingehst, da was fehlt. So langsam im Fahrt. Und diese eine Mini-Gurke, die mir gegeben, Mini-Melode, das wird irgendwie eher eine Gurke als eine Melode. Genau, noch mehr Gurken. Da gibt es ja eine Salatgurke. Hast du auch, war da auch Salatgurke? Gerade zu Riedis, ich habe schon zwei Kisten für die besonders mit Riedis für die Pizza. Also ich hoffe, die schaffen das, das ist ein bisschen viel. Warte, geht gut los, müsste bei dir jetzt auch jeden mehr werden, oder? Ja, wegen Ruhe, ja, wegen Ruhe.
irgendwer wird es schon nehmen. Genau, Jens, die haben ja so eine Folge, dass die an jeder, die hat sich geflippt und geguckt, und wenn die das gefunden